Was stand eigentlich jetzt hier an? Oh, wir werden oh gemeldet. Wieso jedes Mal, wenn wir auf den Server joint, kommen einfach Gegner. Da drüben, da oben, wir kommen von da oben. Wir schießen Überfall. Oh, wait. Ich hol meine Katze. Hans, hol sie Flammenwerfer. Angriff! Einmal rein. Macht sie fertig! Scheiß Pell, Freunde! Was für Pellrechte gibt's keine? Die sind nicht mal in die Base reingekommen. Die töten auch Pells, also das sind nicht so die Pell-Freunde tatsächlich. Das sind richtige Freunde. Das sind richtige Freunde fürs Leben. Besten Freunde. Ja gut, ne, damit, heyo Leute. Willkommen zu einer weiteren Folge Pellworld. Wieso ist eigentlich, wenn man neu auf den Server joint, immer jedes Mal ein Raid? Ich glaube, das war wirklich bis jetzt immer so. Mm. Der Server denkt, das ist so geil, ich wurde nicht wieder gestartet, hau mal raus. Jetzt muss geradet werden. Das Update ist real. Ja. Was wollen wir denn heute machen? Ich hab meine Aufgabe. Ach ja, stimmt, Franz hat seine Aufgabe. Wisst ihr, wo der zweite Turm ist? Nee. Why are you asking for the second tower? Excuse me. Ja, um vielleicht den zweiten Boss zu machen. Auch wenn wir das 100 pro noch nicht schaffen mit unserem Level. Wir haben aber keine Flugzeuge, Justin. Uff. Dann besorgen wir uns Flugzeuge. So, ich baue noch. Ich hab jetzt noch Platz für 100 weitere Einheiten Holz. Nur 100? Was für nur 100? Dann hab ich 750 nur Holz. Was? Das ist ja schon nur 100. Und da ist es. Mein Dossi. Könntet ihr aufhören, die Kiste zu haben? Warum ist dieses eine Wixi so riesig? Das ist riesend, Alter, wow. Das ist zu strong, wenn die auf einmal kämpfen. Wenn's doch nicht gleich Wixi. Das heißt Wixi. Wenn's doch nicht gleich Wixi. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sind hier viele nicht Dodos. Rennen. Was denn? Hast du gemerkt, dass du noch underleveled bist? Nee, die haben das gleiche Level wie ich, aber das Problem ist, wenn dann vier gleichzeitig angreifen. Ich sehe da kein Problem. Skill issue. So, der eine ist down. Epic Chungus Moment. Okay, wo fliegt der hin? Hallo? Vogel? Der einfach rückwärts, einfach einen halben Kilometer einfach rückwärts wegfliegt. Komm her. Okay. Ist noch ein besserer? Ich hab noch eine bessere. Hallo? Fein. Bleib. Nicht fein. Ich bin 9 Minuten gefangen. Oha! Das tötet Menschen. Nee. So. Das rettet die. Hä? Wie 40%? Bleib doch mal drin! Was hast du denn? Er wird mich verarschen spielen. Lass doch den Adler in Ruhe. Hier mal 40% und es bringt einfach nichts. Die wackelt nicht mal. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. So. Ich fühle mich gerade leicht verarscht. Tja. Würde ich mir auch vorkommen, wenn ich Justin heißen würde. Ach, ich gehe nach Hause, okay, fick dich. Schade an der Stelle. Sollen wir den noch einholen, Justin? Nee, ich habe ja keine Bälle mehr. Ich habe 4 grüne benutzt. Hat nicht einmal gewackelt, du schießt einmal deinen Ball drauf und er bleibt drin. Ey, fick dich, nee, ich gehe wieder raus. Ich weiß nicht, sind die gut? Die sind da eh nur zum Gleiten. Oh, it's you said, Dodo. Genug Abenteuer für heute. Hab da keine Lust mehr drauf. Ich sitze gerade in meiner Katze. Weiß ich's.
Bitte, nochmal? Ich bin gerade in meiner Kacke. Glaub ich, mich da gerade auf verschiedene Art und Weise verhört. Nee, passt schon so. Nee, verhört hast du dich nicht? Ich steuere die gerade von innen. Du machst es nicht besser. Die ist ein Mecker. Okay. Die Aussagen werden immer schlimmer, Justin. Wenn ich an diesem Organ ziehe, dann geht's nach rechts, okay. Stimmt nicht mit dir. Bis es irgendwann mal umfällt, dann hast du den Salat. Der Katze geht's gut, okay? Hier ist ein cooler Vogel, aber das ist Level 26. Ja. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie ich gerade. Ich greif den mal an. Keine gute Idee. Oh oh. Damn. Ja, ist nicht der Name. Ist nicht mächtig. Oh oh. Hier ist noch eine andere Katze, die gegen mich kämpfen will. King Press? Ich glaube, die haben ein bisschen zu hohes Level. Kann man irgendwie einstellen, dass besonders man dauerhaft sieht? Im Dunkeln ist nicht so gut, gegen die zu kämpfen. Also nur schon mal als Vorwarnung, falls ihr das auch mal macht, geht aus dem Bildmodus raus, bevor ihr irgendwo runterspringt, weil sonst könnt ihr euren Gleiter nicht öffnen. Ich glaube nicht, dass jemand vorhat, so ein Gebäude von uns zu bauen. Gerade war's. An der Stelle? Los. Los, Kitty Slave 0001. Was? Warum liege ich im Wasser, Digga? Was ist denn mit den Wellen hier? Kitty Slave, kannst du mich vielleicht hochheben? Alter, Kitty Slave. Alter, diese Fax. Die packen gerade ein bisschen rum. Oh Gott. Dassi, was mir eigentlich helfen sollte, macht gar nichts als Zuschauer. Es ist zu dick. Ist jetzt was? Schon tot. Hallo. Oh. Oh mein Gott, mein Rüstung. Der Boy has died. So. Also. Der Boy ist krepiert. Der Boy braucht dringend Kleidung. Ach, brauchst du nicht. Die machen Damage. Oder hattest du die Kleidung? Was? War das das Problem? Hattest du nie Kleidung? Nein, die Kleidung hatte ich eben nicht dabei, um Platz für meinen Holz zu haben. Hat wohl nicht so funktioniert. Also. Doch. Wie zieh ich Kleidung nochmal an? Ach so. Mami, wie zieht man sich an? Ich hab's verlernt. Mein Gott, Hilfe. Justin, hilf mir mal. Auf King Packer irgendwelche Sachen zu fangen ist unheimlich schwer, weil du halt. Ich hab's gefangen, ja. Niger runter, jo. Da drüben King Packer. Warum befreist du dich? Willst du mich verarschen? Warum gibt's keine Taschenlampen in dem Spiel? Gibt eine Hüftlaterne. Das interessiert doch aber keinen. Ich will eine Taschenlampe. So eine 10 Millionen Lumen Taschenlampe. Alter, eine Mozzarina! Gib her, ich will Mozzarina. Du holst jetzt nicht wirklich so eine scheiß Kuh, oder? Doch. Okay. Die Milch brauchen wir. Erstmal so einen Flying Press auf Depresso machen. Wir brauchen die Milch, Marvin. Mark. Bleib drin. Wir brauchen Hallo. Mark, Marvin. Ich bleib. Bin Mark. Bleib. Mark. Ja, Hallo, feine Mozzarina. Mozzarina? Mozzarella? Nein, Mozzarina. Mozzarella. Ich nenne die Mozzarella. Gute alte Mozzarella. Ich gehe jetzt in die Hütte und verkaufe ein paar Menschen. Geil. Okay. Mach das nicht viel Spaß. Schule hat im Alltag. Wo war denn der? Ich weiß nicht mehr, wo dieser Typ war, der Pulse verkauft hat. In der Stadt? In dem Dorf? Danke dir, Digga. Weil es gibt noch so einen geheimen Händler, der in der Wüste so... Ja, hier war auch einer von denen. Also, wenn du siehst, wo ich bin. Warte mal. Hier war doch gerade einer so einer in der Nähe. Das ist ein Lucky Kelpsi. Ja, hier, Marvin. Hier steht einer random einfach rum. Ein Black Marketeer, Level 40. Level 40? Ja, ne, mit dem kannst du einfach nur handeln. Handeln. Alter. Handeln? Kann man den auch irgendwann mal fangen? Bestimmt, aber
Ich würde den jetzt gerade nicht angreifen mit Level 40. Ach, Ivo, das wird schon. Borg. I trade in any kind of pearl. Aber genau den willst du haben. Ich bin gerade bei dem anderen, bei seinem Bruder, beim. Was ist das denn? Ein Kryolinks für 22.000 Gold. Das sieht cool aus. Ich habe nur gerade keine 22.000 Gold. Verstehe ich nicht, Geringverdiener. Wie viel ist denn so ein Mensch wert? 127. Ja. Ja. 1000? 127.000. So, erstmal gucken, ob der Lucky Pell noch da ist. Die spawnt doch nicht einfach. Doch. Naja. Ist es despawned halt. Kann man nichts machen. Justin, du bist despawned. So wie dein Vater. Wow. Aua. Was ist denn jetzt los? Einfach ist despawned. Aua. Das ist nicht mehr Skill-Issue, das ist einfach Mobbing, was hier gerade passiert. Just violation. Ich mobb nur zurück. Justin, der ist einfach gebrochen. Also du kommst mit so einem Low-Key oder so einer Low-Key-Beleidigung und Justin, der tut sofort gegen deine Familie gehen. Hat sofort Hass aufgebaut nach der Beleidigung. Schade. Ich dachte so. Naja, ne? Das muss ich immer mehr steigern. So du musst dich mehr steigern. Halt die Fresse, Hurensohn. Schwein steigern. Halt doch die Fresse, nee. Ganz ehrlich, das ist nee. Bitte. Nein. Lösch dich. Ich fand den toll. Yourself safe. Ich fand den gut. Mhm. Stimmt für dich. Da bist du mit deiner Meinung aber ziemlich alleinstehend. Oh. Ach du Scheiße. Schweinsteigern. Kannst du die Folge bitte so nennen? Nein. Oh. Wir müssen uns Schwein steigern. Jetzt hör doch auf. Nein. Ich werde niemals aufhören, Justin. Das hättest du überlegen müssen. Befürchtung hatte ich auch schon. Das hättest du dir überlegen müssen, bevor du mich hier zu dem Projekt eingeladen hast. Ich hab dich gar nicht eingeladen. Er hat sich selber eingeladen. Hättest du dir überlegen müssen, bevor ich bei dem Projekt dabei war. Bevor ich mich eingeladen habe. Bevor ich da einfach dazugekommen bin, ohne zu fragen. Nein, das stimmt nicht. Du hast mich eingeladen. Ein bisschen schon. Nur ein bisschen. Die läuft einfach. Ja, feiner. Ja, ja, böser, böser. Ja, komm schon, ja fein, ja fein. Kannst du dich mal entscheiden? Ja, fein. Na, jetzt ist er fein. Justin hat einfach gespaltene Persönlichkeit. Er ist einfach nur gespalten. So, Pell hat lang nichts mehr gegessen, ja richtig so. Ja, richtig so. Wo kommen denn die jetzt her? Das sind 39 Bären drin, du wirst ja wohl was fressen können. Ich hab doch nur eure Geschwister versklavt, ey. Leute, chillt. Ja. Yo. Valid point, valid point. Mach doch nicht diesen. Scheiße, nachdem er die Leute auf dem Schwarzmarkt persönlich trifft. Ich hab doch nur. Ich hab doch immer heute Geschwister. Das ist klar. Ich verstehe euren Punkt der Rache nicht. Oh, die Ente, die trifft einfach nichts. Was ist jetzt noch mal euer Problem? Was hab ich bitte eurer Meinung nach falsch gemacht? Ach komm, tut doch nicht so, als hättet ihr es anders gemacht. Oh Gott, das wird mir alles zu viel. Du hast deine Geschwister gar nicht geliebt. Du kennst doch nicht mal die Namen deiner Geschwister. Hat jemand was dafür, wenn die von Geburt an schon weggenommen wurden? Ihre Namen sind Objekt 1, Objekt... Bitte? Stimme ich zu, hat er recht. Ja, tu. Ich hab sie kennengelernt. Nette Leute. Hallo, Objekt 1. Verkaufsobjekt, wichtig. Verkaufsobjekt 1. Weiß jemand, wo der Elefant bei uns in der Base ist? Nö. Bist du denn der ist hungrig und ich sehe ihn nicht. Oh nein. Er wird irgendwo in der Wand verpackt sein. Elefant, wo bist du?
der Tee fällt. Naja. Dann tun wir dich halt herzwingen. Weißt du, dass ich irgendwie vor der Arbeit. Ein Telefant ist krank. Nee, das. Ah, jetzt ist er depressiv. Ja. Weil er kein Essen mehr hatte. Naja. Weil er irgendwo rumgebackt war. Skill issue. Toll, Franz. Hat jemand eine Spritze? Was hab ich jetzt gemacht? Ich bin einmal nicht schuld und dann werde ich beschuldigt. Ist halt depressiv, das heilt sich auch von selber. Just, bist du da in der Nähe oder muss ich ja. Ach, die Diebesbasis ist despawned? Die können despawnen? Du bist despawned. Hä? Nein, hier war nie einer. Doch. Sagte schon. Okay, nee, drüben ist er. Soweit ich weiß, ist hier immer die. Achso, der chillt hier am Daumen. Jemand. Hans, hol die Peitsche. Was? Der chillt einfach da oben. Faulenz wird nicht gefaulenzt. He just chillin. Jetzt for real, kann mir jemand helfen? Nö, machst du schon. I'm literally stuck, ich kann nichts machen. Ja, ich kann dir auch gerade nicht helfen. Ja, wo denn? Bei dir im Haus oder was? Unten vorm Gigapimmel. Auf der anderen Seite des Sees. Beschreibung vorm Gigapimmel, genau dort. Da hänge ich eventuell mit einem Stein und ich komme nicht raus aus der Animation. So. Was soll ich dir da jetzt helfen? Weiß ich nicht. Ich kann dir beim Leiden zuschauen, aber helfen weiß ich jetzt auch nicht. Na, fürs Video ist Content. Wo genau bist du jetzt? Wenn du von unserer zweiten Base straight zum Gigapimmel rennst, dann musst du über den See oder den Fluss drüber. Und dann dürftest du mich schon sehen. Ich habe mich hier rüber zu dem Boss teleportiert. Ach so. Ja, ich kann halt die Map nicht öffnen, ne? Ich kann dir nur so die Beschreibung geben. Ich bin ganz unten, unterhalb der Bergspitze an dem Fluss. Ah ja, ich sehe. Das hallo. Oder hinten ist ein Riesen-Swee. Ah, das ist eine Entwicklung, das ist ein Sweeper. Okay. Hallo. Das Ding hat. I need assistance. Ich dachte, es gibt hier keine Entwicklungen. Ja, aber das sieht aus wie eine Entwicklung. Das ist einfach eine weitere Form. Das ist der Daddy-Sweeper. Ja, ne? Also, ich weiß nicht, wie ich dir helfen sollte. Keine Ahnung, ich weiß es da auch nicht. Ich komme halt nicht raus. Ich würde sagen, ausloggen, wieder einloggen. Ich kann kein Escape drücken. Alter, das ist eine Vier-Engel. Ausloggen-Methode. Ja, dann hol du mal deinen Sweeper. Sind eure Bälle eigentlich... Wenn ihr den Ball rausholt, ist bei euch eigentlich auch alles japanisch? Ja. Ja. Okay, gut. Nicht nur ich. Na dann. Gutes Game. Ja, ich glaube, müssen wir ausloggen. Ich hat doch gerade gesaved, also passt das. Da ist er. Das sieht doch gut aus. I'm alive. Ich sehe deinen scheiß Turm von hier. So, ich will jetzt einen Sweep. Der ist sehr low level. Ich will ihn nicht töten. Ich mach doch gar nicht, ich geh. Der hat einen Schnauzer! Okay. Komm her, Sweeper! Hey, der ist ja voll cool! Oh, au, meine, au, geht die Arme, au. Ist er immer noch so cool? Der ist voll cool. Die Schmerzen machen's noch besser. Klopf, klopf. Wer ist da? Deine Mom. Okay. Deine Mom wer? Deine Mom, du Hurensohn, mach auf! Es ist sehr unklug, dass deine Mom die Hurensohn nennt, ne? Guter Witz. Ja, war toll. Hey, ist der Turm. Da kann ich mich debähen. Wie bitte? Ich hab den Typen mit der Minigun gefangen! Nice! Der Stelle ist freudig. Ich hab Marvin lange nicht mehr so freudig gehört. Ist halt echt so, what the fuck? Ja. War er jemals so glücklich gewesen? Nee, ich glaub nicht. Ich glaub, das soll da einem Sorgen machen. Ich bin jetzt Besitzer. Ich werd ihn auch füttern. Ich werde mich um ihn kümmern. Und wie heißt er jetzt? Frank. Das ist der Frank, der Frank.
Das ist Frank. Frank. Jeder, der ein Problem Frank? Mit Frank hat, hat ein Problem mit Morgan. Der hat ein Problem mit seiner Minigun. So, kann der Sweeper was? Nichts. Ja, der hat einen Sattel. King of Fluff. Perfekt. Ja, eine Gruppe. Welchen Level kann ich den? Die andere Gruppe trank nichts. Welchem Level? Bei welchem Level? Ja, ich kann es machen. Ja, King of Fluff. Weg mit der scheiß Katze. Sweeper. Sweeper ist jetzt hier. Das Ding ist bestimmt übelst langsam. Ja, mir doch egal. Ja, solange du Spaß hast, ist alles in Ordnung. Ja. Hier klettert was. Oh, was? Wo? Da oben. Riesenhuhn! Riesenhuhn. Ist Riesenhuhn glitzert? Riesenhuhn. Ja, ja, ist ein Lucky Huhn. Riesenhuhn. Ich seh die Spitze! Aha. Ah, er ist durchsichtig. Hallo, Riesenhuhn. Wie geht's dir so? Oh. Huhn? Nein! Will jemand seinen Teefand wieder haben? Dann würde ich den Nein! reinschmeißen. Es ist in die Wand gedächt! Und kommt nicht mehr raus! Ja, scheiße war's, ne? Das wird mir stinken. Nein! Kannst du wieder rausdächen? Da ist noch ein so anderes Huhn drinne. Ganz lieb. Ah! Es ist wieder rausgedächt! Hättest du hier runterdächt, wo keine Wand ist? Würde mir helfen. Also ich kann dich auch aus der Entfernung einfach abschießen, während du nichts machst. Ist jetzt nicht meine Entscheidung. Aua! Du hast einen Eisangriff! Plötzlich eine Eisspitze unter meinem Arsch. Take it or leave. All or nothing. Da will ich ihn gewöhnen. Manche wären dankbar für so eine Eisspitze unter dem Arsch. Riesenhuhn. Ja! Will jetzt jemand seinen Teefand wieder haben? Nö. Guck mal. Ich hab hier das. Gott, Alter. Mashallah! Das ist Frank. Der ist ein bisschen dunkel geworden, seitdem er im Ball war, aber egal. Bei mir hat er nicht mal vollständig geladen. Nein, er lädt auch nicht vollständig. Ach so. Das ist es, ja. Hallo Frank! Was lädt da nicht bei euch? Alles. Ich sehe nur seinen Bauch. Normal. Also bei uns, normal. Bei uns hat bei uns Ränder, also bei mir hat sein Kopf halb durchsichtig gerendert, seine Schultern halb durchsichtig. Der hat keinen Rücken. Ja, und keine Beine, bei mir. Ich kann Frank streicheln! Nein, hör auf, Frank zu streicheln! Bei mir streichelst du gerade was ganz anderes. Frank, stell dich mal normal hin, bitte. Ich kann Frank füttern. Hier, komm mal her. So, jetzt hier, weil du ein Foto machen willst. Jetzt sehe ich nur noch die Minigun. Ja, das ist es ja. Das Grundlicht. Nein, ich hab's nicht raus, wie ein Baby. So sieht er die ganze Zeit aus. Alter, was ist das für eine Horrorgestalt? Man sieht vor allem seinen dicken Bauch. Alter, schaut mal in die Gruppe. Alter, holy shit! Wenn ich wieder nach 3 Stunden scheißen muss. Was ist das? Apropos Justin. Reit mal drauf. Justin, Sie müssen mal noch an die Folgenlänge denken. Nee, das macht schon noch. Das war schon eine Stunde. Wir sind schon eine Stunde jetzt online. Ist eine Stunde. Jetzt ist eine Stunde. Justin, ja? kannst du den bitte Roomba nennen? Wie sein Kopf immer noch nach oben geht. Oh, da zieht er aber die Minigun ist vor allen Dingen immer noch da, selbst wenn ich den einziehe, ne? Ja, es ist. Das ist meine Minigun. Artillerie. warte, lass mich kurz Foto machen. Das ist das Thumbnail. Nee, egal, passt schon. Oh, es ist super. Aber der Sweeper ist, das ist nice. Unser Hirsch ist am Stressfressen. Jo, lass ihn doch. Nein, das ist inakzeptabel. Wieso fliegt mein Roomba gerade nach oben? Sehe einfach nur oben rechts, wie er wegfliegt. Nein! Komm zu. Oh. Roomba out of here. Der packt sich einfach übelst rum. Aber der ist cool. Okay. Dann war's das mit einer weiteren Folge von Palworld.
Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.